Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TL 2 im Ranglistenmodus. Wir nehmen die Burg und dann schauen wir mal. Welcome to Nova. Den auf keinen Fall, der ist kacke. Den können wir mitnehmen. Magischer Schaden sieht schlecht aus. Stichschaden habe ich sie. Abtrom wäre halt auch nice, ne? Das Tor ist aber auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen was von dem Abtrom mit und tauschen später nochmal aus. Und dann machen wir erstmal einen Green Devil Start. So machen wir das. Okay, Volt Manta. Gatling Gun. Meiner hat Double Goldwerfer. Das ist die Skalierung schon mal am Start. Ja, bitte. Wollte man am Anfang natürlich super stark, weil der den Schaden reduziert, den die Einheiten machen. Ist auch bis ins Late Game hin stark. Neue Einheit. Darf man nicht unterschätzen. Also der Schaden sieht echt schlecht aus. Da muss ich dann auf jeden Fall vor der 15 noch mal rollen. Der Rest ist okay. Ich warte mal noch. Ich könnte um die Jünger natürlich dann die Dark Mages bauen. Rein theoretisch. Aber prinzipiell hätte ich gern was mehr Mana benutzt. Ansonsten mache ich halt einfach Jünger um den Starcrawler drumherum. Fertig. Ist auch eine Möglichkeit. Den stelle ich dahin. Weiter King aufwerten. Mehr will ich hier großartig gar nicht machen für den Anfang. Und erstmal ein bisschen beobachten. Okay, Flächenschaden. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Auren. Also Maulwurf, Hermit und okay. Maulwurf, Hermit und Pack wieder. Die Katze spielt mit einer Pappe. Oh, das ist ärgerlich. Den werte ich auf.
Und wahrscheinlich dann auf die 9 gehen. Oder sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Warte, ich stehe erstmal auf. Kann ich den schon mal hinstellen? Greifen weiter an. Oh, warum greifst du den nicht an? Ist gar nicht mal so leicht. So wirklich viel Schaden habe ich ja gar nicht im Petto. Da kommt das später. Masken, also auf jeden Fall auf 9. Hundertprozentig. Ja, da lässt mir aber auch keine Ruhe. Schickt jeder runter und ich kann mich irgendwie nicht aufbauen. Ich muss aber locker holen. Das ist schon mal ein großes Upgrade. Hier Flächenschaden, Tsunami, Flächenschaden mit dem Yokai, eine Maske, Warping Flächenschaden und das macht dann wahrscheinlich den Boombaum. Ja, für mich ist die Wave aber optimal, deswegen schicke ich jetzt rein. Alright, Sir.
Noch ein Dark Mage dahinter. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Regenerationsbaum hat er tatsächlich gebaut. Für den goldenen Beschützer. Vulkankanone aufgewertet. Okay. So, Schaden ist schon mal da. Sein Schwebskill gehen. Wir können auf 11 nochmal gehen. Er hat keinen magischen Schaden außer den Dark Mage. Ja, und die Seraphine, okay. Und die macht es nicht allzu viel. Ist kein starker magischer Schaden. Wahrscheinlich mit Kampfnarben gehen. Kampfnarben sind gut. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. So, Kampfnarbe am Start. Dark Mage ist da. Golem. Noch ein Dino. Ja, Kampfnamen sind, glaube ich, das Beste von all dem. Hältst du vollen Wert zurück und hältst 85 Gold oder du kannst jetzt Einheiten für eine Rückerstattung von 90% den Rest des Spiels verkaufen aus dem 65. Naja, verkauft ja eigentlich eher weniger was. Echt Auren, wenn ich was machen kann. Wir haben Stich. Das ist super. Deswegen werde ich hier nur upgraden. Und fertig. Lass mich mal schauen. Magischer Schaden beeinträchtigt ihn jetzt. Wüstenpilger hat er. Hat Stichschaden 1, 2. Zweimal Stichschaden. Aufprallschaden hat er auch nicht. Außer den. Okay, doch hier. Heilbrecher. Das, aber es sind mehr Tanks. Also eigentlich ist es scheißegal, welche Wave. Ah, konnte den Schuss nicht mehr rauspacken. Aber bin trotzdem durchgekommen. Locker aufgebaut. War mal echt wichtig. I
gates away. Komm mit noch raus, sehr schön. Ich glaube, auch in. Das ist schon wichtig. Jetzt greift er wieder an. 260. Also ein bisschen drunter. Millennium, okay. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich halte das. Sehr schön. Beide durch. Ich habe auch gehalten. Ich habe übelst Block jetzt aufgebaut. So muss es sein. Okay, ich konnte nicht alles blocken, aber nicht so schlimm. Jetzt hier mal rollen. Jetzt ist das Tor aber wieder. Ah, schade, war schnell genug, aber ist nicht so schlimm. Das Tor macht schon viel aus, weil da die Nachtfalter mit 50 magischen Schaden rauskommen. Ich habe halt nicht so viel. Immer noch drunter. Hat verkackt wegen Mini-Leben. Da sieht man halt, dass der Flächenschaden im Spiel ist. Aber ganz schön. So, zweites Tor. Schön Haupt hier hin. Habt ihr nicht mal aufgewertet. War auch ordentlich drunter. Also vermutlich mit dem Anzeigen, hat er, wir sagen wollen, dass er auf 16 senden möchte. Okay, 380. Aufwertungen nur. Nur Aufwertungen. Auch rein. Ganz klar. Magischer Schaden muss sein. Das ist wirklich ärgerlich, wenn die Mini-Leben durchkommt, du verkackst trotzdem einen Haufen Knete. Guck mal, was ich jetzt noch bauen kann. Gibt es erstmal ein Upgrade. What do you need, mortal? Hier gibt es ein Upgrade. Dann machen wir noch ein Harpchen. Dann sieht das gut aus. Das könnte ich noch reinpacken. Stich ein bisschen. So, sieht doch gut aus. 640 von mir, haben 380 erst aufgerüstet gehabt. Holy shit. Wir haben alles in Worker gesteckt. Durchgebrochen.
Mit dem Tor kann ich lange halten. Verhältnismäßig lange. Sollten wir haben. King ist halb tot von denen. Ja, es wird eng. Aber was haben wir? Ist doch nochmal eng geworden. Wir haben nochmal alles in Worker gesetzt. Verlass das Spiel, okay. Du hast 500 Spiele gewonnen. Krass. 500 ist das Game. Sehr schön. Die haben wirklich alles da nochmal in Worker gesteckt. Können hier nochmal gucken. Wir gehen mal auf 15. 14. Ja. Haben wir nochmal ordentlich aufgerüstet, auch nach 13 zumindest. Perfekt, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.